Unser heutiger Studiogast ist mehr oder weniger unfreiwillig vom Innenverteidiger zum Chefcoach befördert worden und das mit einer sympathisch verrückten Art, die mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden ist. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk den Trainer des Basbüttler SV, Aydin Tanelli. Hallo Aydin. Hallo. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie geht's dir? Fühlst du dich wohl? Danke, ich fühle mich wirklich wohl. Ich danke für die Einladung. Schön, dass du es auf jeden Fall einrichten konntest. Auch du bekommst ganz am Anfang, liebe Zuschauer, das kennt ihr ja schon, ein Plakat aus unserer Kampagne, wo das Leben Fußball spielt. Und Aydin, du als Trainer bekommst natürlich, das habe ich hier einmal vorbereitet für dich, unseren Experten Eugen Igel. Wir halten das einmal hoch, zeigen das einmal ganz kurz. Denn bei uns passt der komplette Trainerstab in eine Knautschlederjacke. Wie sollte es anders sein? Super. Bitteschön. Ich danke. Ja, die Kompetenz ist ja bei uns vertreten durch Eugen Igel, dem erfolgreichsten Amateurtrainer in Hamburg. Das darf Bert eben nur nicht hören. Und du kennst ihn, du hast unter ihm gespielt. Du bist momentan am Anfang deiner Trainerkarriere. Was kann man sich von so erfahrenen Leuten wie Eugen Igel abschauen? Eugen Igel und erst recht auch erfahrene Trainer, die haben dieses Business lange gesehen und wissen einfach, wie der Hase läuft. Ja? Und das Entscheidende ist hier auch, sie wissen, wie sie mit Menschen umgehen müssen, sie wissen, wie sie den Einzelnen anpacken müssen, sie wissen, wie sie den jeweiligen motivieren müssen. Das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Momente. Und daraus, das nimmt man dann auch einfach so mit. Ja. Das kann man dann quasi auch als Vorbild dann haben. Du stehst ja relativ am Anfang. Aydin Tanelli ist seit letztem Jahr, hat er die Truppe übernommen, das Basbüttler SV, dann den Abstieg verhindert. In der Rückserie 20 Punkte aus 15 Spielen dann noch geholt. Und das war so ein bisschen alles aus Versehen. Du hast gesagt, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich wollte eigentlich gar nicht Trainer werden. Das musst du unseren Zuschauern jetzt einmal erklären. Ja, letztes Jahr haben wir es geschafft, aufzusteigen von der Bezirksliga Ost in die Landesliga. Dann war das erste Spiel in der Landesliga auch gegen meinen Ex-Club Rahlstedt und da hatte ich mir mein Kreuzband gerissen im vorderen Bereich. Ja, somit war ich außer Gefecht und dann hatte ich im September meine OP gehabt, die für mich sehr schmerzhaft war, weil ich unbedingt spielen wollte. Ich bin wirklich noch mein Spielertyp und auch immer wieder da gewesen für die Truppe, auch da mit Krücken etc. und habe sie auch weiter da geleitet, auch von draußen. Bis dann irgendwann das Gespräch war, ob ich... Wer kam da auf dich zu? Kam da jemand aus dem Verein auf dich zu direkt? Also es fing erstmal außerhalb ein, erstmal von der Mannschaft so oder so, dass ich sofort mit dabei sein soll und mit das leiten soll. Das war der erste Gedanke. Dann haben die Fans das gefordert, mit gefordert. Dann fing es an, irgendwie obenrum das zu fordern und somit... damals hat der Carsten Holz aufgehört bei uns. Dann hat das Bernd Angelnend übernommen. Und dann war klar, wenn er das übernimmt, dass ich ihn mit unter die Arme greifen werde. Und so kam das und bis dann irgendwann da auch nicht mehr die Erfolgsspur war und er dann auch zurückgezogen ist, hat man mich gefragt und das war dann Bernhard Zeppenfeld. Ich danke da nochmal, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und dass ich auch in diesem jungen Jahr mit 29 diese Laufbahn gehen konnte. Für mich war aber da noch nicht bewusst, dass ich Trainer sein wollen würde. Wir haben von vornherein abgesprochen, dass ich bis Mai mir Gedanken machen darf, aber bis Mai praktisch das so übernommen oder übernommen werde. Aber es war schon auf einer Seite sehr ungewohnt und auch sehr schwierig, weil ich einfach ein Fußballer bin und ich spiele gerne, ich liebe es zu spielen und ich liebe es gerne, meine Leute zu stellen, ich liebe es gerne, da zu sein, für die Truppe da zu sein, sich aufzuopfern und das Zusammensein. Ja? Also das ist ja dann mehr als nur eine Mannschaft, sondern man darf es auch nicht vergessen. Man sieht ja manchmal die Mannschaft mehr als viele andere seiner eigenen Familie. Also sehe ich das auch und das versuche ich auch meiner Truppe weiterzubringen. Wir sind wie eine Familie, ja? Und das ist das Entscheidende. Du hattest also von Anfang an so einen wahren Fanclub eigentlich hinter dir. Unser Studiogast ist dann vom Innenverteidiger zum Chefcoach befördert worden. Das Talent ist auf jeden Fall da, deine Truppe steht hinter dir. Vertrag wurde jetzt verlängert. Wenn du mal so ein bisschen erzählen darfst, also wie, was du für ein Typ bist als Trainertyp. Eher so der Quäler oder der Kumpeltyp? Ich glaube, das ist schwierig, in Kategorie das zu fassen. Ich habe alle Eigenschaften, das ist schwierig zu sagen, aber ja, in der Vorbereitung wird gequält, das ist klar. Ja. Auf der anderen Seite ist man derjenige, wenn Spieler Probleme haben, das hatte ich als damals als Kapitän auch gemacht, da zu sein, für die Truppe da zu sein, für den jeweiligen Einzelnen da zu sein.
von diesem Motto würde ich nicht ablassen. Wenn es dir nicht gut geht, geht es dir nicht gut. Und dann guckt man, wie man gemeinsam das beseitigen kann. Und das meinte ich ja, eine Familie da zu sein. Und so sollte man auch seine Truppe formen. Und da stehe ich hinter. Und das würde ich auch genauso weiter vertreten. Also gar nicht, man lässt, kann dich nicht so in Kategorien fassen, sondern du bist so eine Mischung quasi. Also wenn man streng, wenn es die Zeit ist, dann streng sein zu müssen, bist du streng, aber auch loyal und deinen Mitspielern oder deinen Spielern fair gegenüber. Gar nicht so lange her, da war Aydin Tanelli selbst Spieler, habe ich ja schon angesprochen, Innenverteidiger. Du hast früher bei Vorwärts Wacker gespielt, 2001 dort Kapitän gewesen, dann kurz ein kleines Zwischenspiel bei Niendorf, 2008, dann zu Rahlstedt gewechselt, 2009 und vor 4 Jahren zu Basbüttel. Dort erstmal selber gespielt, dann die Verletzung. Es ist also gar nicht so lange her. Wenn du jetzt so am Spielfeldrand dann auch stehst, kribbelt das manchmal so in den Beinen und du willst selber aufs Spielfeld dann rennen und eingreifen? Ja, ich wurde diesbezüglich schon öfters angesprochen, warum ich so mitgehe, warum ich so lautstark bin oder ja. Ich bin so, wie ich bin und ich glaube... Ganz so, wenn ich eingreifen darf, er hat sich ja einen Namen gemacht in Hamburg. Ich habe mich ja so ein bisschen umgehört. wenn man fragt, ja so, Aydin Tanelli, wie kann man den beschreiben? Ja, dann hört man dann, der geht gut ab an der Seitenlinie, ist mit Herzblut dabei, sehr impulsiv. Und ja, man denkt dann immer, du willst wirklich mitspielen. Ne? Also ich habe es ja gesagt, ich brenne wirklich noch zu spielen und ich liebe dieses Spiel. Ja? Also das Wort Liebe kann man da gut bezeichnen. Es ist einfach meine Welt und ich weiß, dass die Jungs das auch so lieben und man darf nicht vergessen, ich schreie nicht den Gegner an, ich schreie nicht den anderen Trainer an, ich schreie nicht den Schiedsrichter an, sondern ich bin dafür da, dass der Schiedsrichter in Schutz genommen wird. Das ist die erste Priorität bei mir, auch bei mir im Team, das wissen sie. Wenn ich welche nur anmache, dann ist das meine Mannschaft da, weil sie so sich nicht taktisch verhalten, wie ich es von vornherein gesagt hatte. Oder wenn irgendwas aufgefallen ist, wie sie sich zu verhalten haben, bei bestimmten Situationen, ja, wo ich gesagt habe, das und das sind schon ihre Stärken und sie machen es trotzdem nicht, ja, dann passiert was mit mir. Das kann man dann nur miterleben, das kann ich jetzt so nicht so sagen. Manchmal ist das dann halt so und dann wird das gerne mal auch zu Hause von meiner Frau gerne vorgemacht. Und dann muss ich selbst schon lachen, ja. Und dann verstecke ich mich schon unter der Decke. Ja, aber wenn man für den Fußball brennt, dann kann man sich natürlich auch nicht zurückhalten. Und Aydin Tanelli brennt wirklich für den Fußball. Er ist mit Herzblut dabei an der Seitenlinie und hat sich damit in Hamburg auch auf jeden Fall einen Namen gemacht. Und deshalb wollten wir von euch wissen, was würdet ihr ihn fragen, wenn er hier bei uns im Studio ist? Da haben wir einige Fragen gesammelt von Facebook und die stelle ich dir jetzt hier live im Studio. Tugay hat uns eine Frage geschickt, den kennst du. Du warst in diesem Jahr während der Vorbereitung im Urlaub. Seitdem hat die Mannschaft sich gesteigert. Fliegst du im Winter nochmal in die Türkei, damit deine Mannschaft in der Rückrunde sogar um den Aufstieg spielen kann? das hat einen anderen Grund gehabt, warum ich in der Türkei war. Ich hatte das schon vor über ein Jahr geplant gehabt, dass ich in die Türkei fahren oder fliegen werde. Das ist ein privater Grund gewesen. Ich habe das verbunden noch mit dem Urlaub auf jeden Fall. Und ich habe natürlich, wie ich fast jedes Jahr habe, in dieser Zeit, in der Vorbereitung mit meiner Arbeit, werde ich immer wieder wegfahren, mindestens für 10 bis 12 Tage. Und somit fehlt man dann einen bestimmten Abschnitt. Aber das wissen auch meine Jungs, das weiß der Verein. Und man muss dann gucken. Aber ich denke nicht, Tugay, dass ich das regelmäßig so machen werde. Und zum Winter wird es auf jeden Fall anders aussehen. Okay, es hat auf jeden Fall einen positiven Nebeneffekt, das halten wir fest. Ali hat uns eine Frage geschickt. Er sagt, er fragt, worin siehst du die Stärken deiner Mannschaft? Im psychischen Bereich, ja. Also das ist eine ganz, ganz gute Sache, wenn du psychisch wirklich so stark bist. Ich finde, in der Psyche wird wirklich das Spiel schon entschieden. Und das lernen wir gerade und da sind wir und da versuche ich sie weiterzubringen. Und wenn sie mehr und mehr noch an sich glauben würden, dann sieht man mal die Anfangsphase, die wir hatten. Die waren wirklich stark. Leider hatten wir dann den kleinen Bruch gehabt. Aber wir sind auch in der Entwicklungsphase, in der Lernphase. Und ich glaube, wenn wir die Psyche weiter hochhalten und das Kompaktsein stehen und das Richtige verschieben, das in das System sich noch weiter zu orientieren, dann wird es sogar noch stärker. Kurz und knapp, Saisonziel? Auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das hatte ich von vornherein gesagt gehabt. Ich möchte nicht das nochmal erleben, was wir letzte Saison erlebt haben. Das war schon sehr schmerzhaft für mich.
Und deswegen wird jetzt so richtig gepowert und das merken auch die Jungs und so soll es auch sein. Klassenerhalt, also ihr seid auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber wir haben noch ein, zwei Fragen von Jan Knötsch, der ist bekannt, unser lieber Kollege vom Sportmikrofon. Der fragt, welcher Trainer, den du in deiner aktiven Zeit hattest, hat dich rückblickend für deine jetzige Zeit als Trainer am meisten geprägt? Welcher Trainer und warum? Also ich war ja ganz eng mit Zapel. Ja, er hat mich zu Rahlstedt geholt von Niendorf und vor ihm war es auch ganz klar, was für eine Rolle ich bei ihm sein werde. Und wir waren ganz eng beieinander und ich habe auch viel von ihm mitgenommen, so das darf man nicht vergessen. Wir haben gut zusammengearbeitet, ich unter ihm so und er hat auch viel von mir profitiert und ich glaube, da habe ich auch sehr viel mitgenommen natürlich. Ich denke, das war natürlich die Person, wo ich mich auch stark orientiert hatte. Also wir beide uns orientiert hatten. Und das war genau das Richtige. Okay. Ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Antworten von Aldin Tanelli. Ich glaube, diese Aktion machen wir nochmal. Wir sind jetzt fast am Ende. Sprechen wir nochmal ganz kurz über deinen Job. Du bist Sozialpädagoge. Wie ist das so? Nimmt man da auf jeden Fall was mit fürs Trainergeschäft? Ist das ein Vorteil, dieser Job? Ja, es ist ein Vorteil, da man auch bestimmte Theorien kennt, aber ich denke, man muss auch bestimmte Lebenserfahrungen gesammelt haben mit Menschen. Ich glaube, das ist noch entscheidender und das kommt natürlich dazu. Ne? Also wenn man das dann noch hat und das noch studiert hat, dann hat man natürlich andere weitere Ideen und etc. Aber man profitiert natürlich davon auch. Und ich habe mir sagen lassen, viele, viele Kolleginnen schauen immer bei den Spielen zu, da hast du einen richtigen Fanclub dann bei dir. Kann sein. Ja, das ist so. Okay, sehr, sehr schön. Ja, wir sind am Ende, Aldin. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Auch Aldin Tanelli bekommt natürlich ein Geschenk neben dem Plakat. Haben wir einmal von unserem Partner Do You Football ein Handtuch. Okay. Das ist groß, das kannst du einmal in die Sauna mitnehmen oder super. Nach dem Training. Bitteschön. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit deiner Mannschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Aldin Tanelli vom Basbüttler SV, der als Trainerneuling mit seinem strengen, aber auch loyalen Trainingsstil die Landesliga Hansa aufmischt. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.